Beim letzten Mal haben wir schon einmal einen kleinen Einblick in diesen Archetype bekommen. Es war jetzt so semi-gut, weil, na gut, ich habe auch nicht wirklich so unfassbar viel gelesen, also shame on me. Aber gut, Yuki-Spieler und Lesen ist halt einfach nicht so wirklich drin. Dann habe ich allerdings noch einen schönen Kommentar bekommen, der mir nochmal so ein bisschen erzählt hat, wie genau dieses Deck hier spielen kann, beziehungsweise auf welche Boards dieses Deck hier kommen kann und vor allem auch, was die Schwächen sind, ne? Fand ich einen sehr, sehr schönen Kommentar, vor allem auch einen sehr langen Kommentar. Also erstmal nochmal danke dafür. Und naja, heute werden wir mal schauen, ob wir eventuell mal ein paar interessante Archetypes in diesen Dream Mirror Archetype mit reinbringen können, damit wir vielleicht eine schöne Kombination haben. Ich weiß nicht, welche man da gut verwenden könnte. Ich meine, aufgrund der Attribute, die wir haben, Finsternis, Licht, wäre vielleicht Chaos eine interessante Idee. Ob das so gut funktioniert, I don't know. Wir haben natürlich auch noch, ich glaube, das sind ja alles Fee-Monster, also, was gibt's denn für Fee-Archetypes, die da eventuell mit harmonieren könnten? Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, sorry, keine Ahnung, aber wir werden einfach mal reingehen und schauen, was gibt's denn hier so Schönes? Dein Gegner duelliert sich mit einem Hybrid-Deck aus Traumspiegel und Musikalisch. Ah, ja, Musikalisch ist ein Fee-Deck. Dieses Deck muss sich nicht nur darauf verlassen, die nötigen Fusionsmaterialien für Fusionsbeschwörungen zu sammeln. Auch ohne Fusionsbeschwörungen haben die Musikalisch-Monster-Effekte, die Monster vom Typ Fee unterstützen, einschließlich der vom Archetype Traumspiegel. Mit Traumspiegel-Phantasmen kann dein Gegner seinen Monstern einen enormen ATK und Death-Schub geben. Sei jederzeit bereit, den Effekt von Despianischer Quiritis zu benutzen, um die ATK eines Monsters auf 0 zu reduzieren, um den Angriff deines Gegners abzuwehren. Wir haben Despia. Oh, stimmt, das sind ja auch zum Teil Fee-Monster. Tun, Autotuten. Das ist ja cool. Okay, das gefällt mir. Wenn wir da jetzt auch noch Branded Fusion oder sowas drin haben sollten, ne? Das wäre ja perfekt. Dann spiele ich wahrscheinlich nur Despia. Egal, wir gehen mal rein und schauen mal, was das wird. Das stelle ich mir sehr, sehr interessant vor. Ich darf sogar anfangen. Ist das so gut? Ich weiß es nicht. Ah, naja. Aber hey, Despia. Ist nur die Frage, was haben wir da jetzt für Ratios mit am Start? Also, wir haben hier schon einmal die Phantasmen. Die Phantasmen, die sind ja gar nicht mal so schlecht. Das stand auch in dem Kommentar drin. Diese Karte hier ist einer der Starter, die wir auf jeden Fall brauchen. Denn damit können wir uns unseren Niroi oder Niroi oder wie auch immer man den aussprechen mag, holen. Und hat damit nochmal die Möglichkeit, sich wieder irgendwie was zu searchen. Das gefällt mir. Dann kommt, ach, warte mal. Ich hätte am liebsten schauen sollen, dass ich eventuell erst einen anderen hole, ne? Ich Idiot. manchmal bin ich echt einfach nur ein Vollhonk, ey. Naja, wir können den Effekt aktivieren und zu Fusion sammeln. Das ist doch wunderschön. Das machen wir doch einfach mal und da holen wir uns, naja, wen holen wir uns? Er hat den Effekt, dass ich was annullieren kann, aber nur wenn Terror auf dem Feld ist und diese Karte hier kann ein Monster poppen, aber ich glaube, da ist vollkommen egal, ob jetzt der Traumspiegel des Spaßes am Start ist. Aber hier brauchen wir auf jeden Fall den Terrorspiegel. Ist leider nicht so drin. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach, weil es bei weitem angenehmer ist. Naja, Ihmchen. Södeli. Einmal in Verteidigungsposition, das sollte wohl irgendwie passen. Also ich möchte natürlich nur noch einmal sagen, natürlich habe ich hier jetzt nicht gesagt, ich werde jetzt ein Pro in diesem Deck. Also, es tut mir natürlich schon mal leid an denjenigen, der den Kommentar geschrieben hat, dass ich hier schon wieder so einen Haufen Bullshit fabriziere, Alter. Oh Mann, ey, das tut mir jetzt schon wieder leid. Ja, natürlich. Am Arsch, going second, da kannst du noch deinen wunderbaren Niroi specialen, du Arsch. Phantasmen! Nehme ich. Die Phantasmen, die gefallen mir. Wir nehmen uns etwas from the deck und dann nehmen wir einfach mal Ihmchen. Södeli. Dann aktivieren wir seinen Effekt. Wir holen uns einen Niroi. Dann ändern wir einfach nochmal die Eigenschaft des Monsters. Dann specialen wir einen Niroi und können damit auch nochmal die Eigenschaft ändern. Dann aktivieren wir den Effekt von diesem netten Herrn, tributen diesen tollen Niroi und specialen einfach mal unseren Morpheus. Ja, das ist doch schön. Dann kann ich den Effekt von Morpheus aktivieren, um was zu poppen. Und ich kann den Effekt von unserer anderen Karte aktivieren, um was zu poppen. Machen wir das.
weil ja etwas getributed wurde. Und somit haben wir schon mal zwei Karten. Okay. Ach nee. Hey. Ah gut, macht jetzt nicht so, ist jetzt kein so großer Unterschied tatsächlich. Dann müssen wir einmal ganz kurz schauen. Ich aktiviere mal den Traumspiegel des Spaßes bei mir. Hui. Und, naja, wir haben jetzt einen massiven Boost. Das gefällt mir. Das ist schön. Wir haben 2000, 2000, 4000. Jetzt sehe ich auch tatsächlich, wie dieses Deck hier auch guten OTK reinrödeln kann. Ich meine, guckt euch das mal an. Das ist ja fantastisch. Das ist Wahnsinn. Wahrscheinlich hätte ich sogar noch mehr machen können, wenn ich jetzt, den Terror beibehalten hätte. Naja, wir gehen einfach mal rein, Leute. Wir gehen einfach mal rein. Wir haben zwar noch nicht ansatzweise Game, aber ich akzeptiere das, was wir haben. Rein da und rein da. Und ich muss sagen, ich hab mir ehrlich gesagt eher gedacht, ich würde mehr Despia-Kram benutzen. Bisher ist der Despia-Kram ja wirklich sehr, sehr gering am Start. Ja, komm, wir aktivieren einfach mal diese wunderbare Karte. Wir banischen sie und aktivieren den Traumspiegel des Terrors. Hey! Oh, ich dachte schon. Hey! Oh nein, lass es doch! Endphase. Ich weiß nicht. Ja, komm, machen wir einfach mal. Wenn er jetzt ebenfalls seinen dämlichen Traumspiegel des Terrors aktiviert, dann breche ich ins Essen. Okay. Ich will nämlich beide on board haben. Okay, da haben wir diesen tollen Freund. Angriffsposition. Schauen wir nochmal, was wir noch alles machen können. Wir können den Effekt aktivieren. Was macht denn das? Ah, ja. Ich kann natürlich den Counterpart holen. Machen wir doch einfach mal. Dann kann ich nämlich wieder den Effekt von meinem Fusion-Monster nutzen, um eine Karte zu poppen. Und dann poppen wir einfach mal dich. Dann kann ich dich aktivieren, um wieder auszutanken. Nein, brauche ich nicht. Ach du, was soll ich da noch machen? Wir gehen einfach rein mit 4000 und beenden das Ganze. Also, jetzt muss ich sagen, wenn man wirklich Phantasmen und so weiter eröffnet, dann ist das schon ziemlich nice. Jetzt hat man schon gesehen, okay, das Ganze austaggen, das hat ordentlich was gebracht. Wir haben gut Karten poppen können. Ja, klar, unser Deck ist jetzt gerade viel mit, unser Extra-Deck vor allem ist gerade viel mit Fusions zugekleistert. Heißt natürlich, dass wir jetzt nicht viele Möglichkeiten haben, unsere weiteren Monster vom Board wegzukriegen mit irgendwelchen Link-Monstern oder sowas. Aber, naja, du, ne? Muss ja auch nicht immer sein. Muss auch nicht immer sein. Ja, du, die 100 Gems, die nehme ich mir. Und dann geht's direkt los mit weiteren 100 Gems, indem wir das Umi-Control-Deck einmal auf die Probe stellen gegen, Dream Mirror. Dream Mirror musikalisch. Der hatte gerade keine musikalischen Karten am Start, kann das sein? Naja, wir aktivieren mal unseren legendären Ozean und dann Fischsonar. Wir gönnen uns doch einfach mal ein Kaioshin und den normeln wir dann gleich. Wir specialen noch einmal ein tolles Schiff. Yes. So muss das. Dann, was hole ich mir denn? Ich glaube, ich nehme wirklich einfach mal das dunkle Riff. Das ist am besten im Moment. Was habe ich hier denn noch drin? Habe ich irgendeinen Stufe 3er? Stufe 3er sei schon Rank 3, der mir was bringt? Nee, nicht wirklich. Also ich hätte jetzt natürlich hier die Glücksmelodie, aber nö. Deswegen lassen wir das einfach mal. Ich setze mal unser tolles Riff und dann gebe ich ab. Schau doch mal, was er kann. Bestimmt gar nichts. Bestimmt hat er gar nichts drauf. Sag ich ja, der hat gar nichts drauf. In der Endphase aktiviere ich die Trap. Wir legen Legendary Ocean weg und gönnen uns doch einen Mega-Festungswal. Und wir gönnen uns eine Qualle. Und weil unser Gegner ein Monster hat, gönne ich mir auch noch ein Giga-Gaga-Gigo. Und damit haben wir das Game eigentlich schon gewonnen, denn ich search mir jetzt einfach mit dem Kaioshin einen weiteren Legendary Ocean und wir greifen direkt an. Damit war es das auch schon. Also es geht relativ schnell. Yippie! Denn der Mega-Festungswall hat den Effekt, solange sich ein Legendary Ocean bzw. Umi auf dem Spielfeld befindet, kann jedes Wassermonster in diesem Spielzug direkt angreifen. Das machen wir doch! Giga-Gaga-Gigo, rein da! Mega-Festungswall, rein da! Dann hat der Gegner noch, okay, 2600, rein mit der Qualle und Totenkopfschiff für Game. Ich liebe es, diese Worte zu sagen. Es ist einfach so unfassbar stupid, aber es macht so viel Spaß. Ich liebe dieses Deck.
Umi ist einfach klasse. Natürlich keine, ist jetzt nicht wirklich so unfassbar gut präsentiert, weil der Gegner nur ein Monster verdeckt gesetzt hat, ne? Aber hey, man hat gesehen, es kann ordentlich was aufs Board liegen. 100 Gems, ja! Dann haben wir das nächste. Dein Gegner duelliert sich mit einem Hybrid-Deck aus Traumspiegel und erdgebunden. Erdgebundene Monster können dich direkt angreifen, aber du kannst weder sie angreifen, noch kannst du deinen Gegner direkt angreifen, solange er einen erdgebundenen Monster auf seiner Spielfeldseite hat. Wenn du Schwierigkeiten hast, das erdgebundene Monster zu zerstören, versuche andere Taktiken wie die Zerstörung der Spielfeldzauber auf beiden Seiten, um den Kampf zu deinen Gunsten zu wenden. Okay. Das ist wirklich eine miese Kombination. Also nicht mies im Sinne von, Alter, da hat man ja gar keine Chance gegen, sondern mies im Sinne von, what the fuck? Warum? Nur weil man Field Spells in diesem Deck spielt, heißt das nicht, dass man da Earthbound Immortals mit reinpacken soll. Oh Gott. Nee. Ich persönlich wüsste jetzt kein wirklich... Schön. Ich persönlich wüsste jetzt keinen wirklich guten Grund, um zu sagen, hey, packen wir da einfach mal Earthbound Immortals mit rein. Ah, Traumspiegel des Terrors. Da muss ich jetzt gerade noch mal ganz kurz lesen bei den Karten, die ich habe. Okay, also wir können jetzt gerade nicht wirklich so unfassbar viel machen. Das ist doof. Aber was wir haben, sind dieses Mal Link-Monster. Und die werde ich auch verwenden für einen Link-Gudibo. Aber sowas von. Yes. Dann Endphase. Und in der Endphase werden wir einfach noch nicht den Traumspiegel des Terrors aktivieren. Das machen wir erst, wenn wir wieder dran sind. Oh nein. Naja, ne? Link-Gudibo! Aktiviere ich ATK auf 0 und gut ist. Dann möchte ich gerne in der Endphase den Terror aktivieren und den Spaß mal dazu bringen. Wahrscheinlich ziehe ich jetzt eine Karte, die den Terror braucht. Das wird mich nicht wundern. Ah, for real. Muss das sein. Bringt mir das jetzt eigentlich was? Nein, ne? Ich kann ein anderes Monster als Tribut anbieten, aber das ist ja... Das ist ja vollkommen Banane. Ich habe kein anderes Monster gerade. Na komm, soll er einfach mal seinen Spaß haben. Das gefällt mir nicht. Der hat mir gerade ein bisschen zu viel Spaß. Okay. Will ich das? Ist im Endeffekt eigentlich vollkommen egal gerade, ne? Oh, nee. Oh, nee. Lass es. Ah, nein. Warte mal. Wenn der Traumspiegel des Spaßes am Start ist, dann kann er doch austaggen, ne? Ja, verloren. Ah, nee. Nur wenn Traumspiegel des Terrors am Start ist, dann hätte er austaggen können. Was macht der da? Oh, nein! Warte mal, der hat aber jetzt nicht den Boost, oder? Der hat nicht den Boost. Nee, der hat nicht den Boost, weil der nämlich kein Monster der Stufe 10 oder sowas verwendet hat. Der hat nämlich für Cross-Sheep hat er den 10er benutzt. Was ist das denn? Kann ich nicht mal irgendwie Karten ziehen, die mir was bringen jetzt gerade? Ich meine, ich könnte dich zwar jetzt gerne hier rufen, aber das bringt mir ja alles nichts. Ich kann deine Eigenschaft ändern oder sowas, aber... Wobei, warte mal. Ich dachte immer, das wäre, wenn er durch ein Monster beschworen wird. Ich Idiot. Niroi oder Niroi. Randa, Eigenschaft ändern. Jo, schicken wir die Karte mal zurück. Dann möchte ich gerne einmal den Effekt aktivieren. Ich tribute dich und special mir dann mal... Warte. Hiermit brauche ich, glaube ich, den Terror, ne? Ja, genau. Dann würde ich sagen, special ich dich. Search mir den Terror aus meinem Deck. Dann tagge ich aus in Morpheus, zerstöre ihn. Und dann tagge ich nochmal wieder zurück, oder was? Könnte man machen. Na komm. Ich vergesse immer, dass ich mir direkt die dementsprechende Field Spell mithole. Aktivieren. Ja du. Tagge ich aus. Und special mir den Morpheus von der dunklen Seite. Dann aktiviere ich den Effekt. Und pop den.
Ja, hat sich doch alles zum Guten gewendet, oder? Der braucht jetzt eigentlich nur noch ein Monster mit, 2000 ATK und dann ist das Ganze sowieso vorbei. Scheiße. Das ist wirklich scheiße, muss ich sagen. Das ist wirklich sehr, sehr scheiße. Aber wir versuchen noch das Beste rauszuholen. Wir gehen in die Battle Phase. 1000, 2800. Ja, ich hätte jetzt nochmal schauen können, dass ich den Spaß aktiviere, um dann nochmal wieder Morpheus in den anderen Morpheus auszutaggen. Aber das bringt ja eigentlich nicht viel. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Phoenix? Ach komm, wir spielen einfach auf Risiko, oder? Wir spielen auf Risiko, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wir spielen auf Risiko. Der hat nichts. Der hat nichts, was gut ist. Das fühlt sich schon wieder nicht gut an. Oh Gott. Okay, okay. Wunderschön. Wunderschön. Nee. Ich habe ja den Spaß auf der Hand. Das reicht mir, wenn ich den jetzt dann aktivieren kann. Chaos Daedalus. Aha. Okay. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns doch einfach mal ein Daedalus. Banish this, banish this. Daedalus kommt aufs Board. Dann darf ich den Effekt aktivieren und darf Karten verbannen in Höhe der Anzahl der offenen Spielfeldzauberkarten. Weg. Dann aktivieren wir einfach nochmal den Spaß, um unsere Monster hier zu boosten. Dann könnte ich austaggen mit ihm. Das mache ich allerdings noch nicht. Das mache ich erst, wenn er irgendwas mit dieser dämlichen Karte hier noch hat. Aber er scheint nichts zu haben, dieser Lappen. Okay, dann gibt es jetzt einfach noch die massive Demütigung, indem ich mit jedem angreife. Okay. Okay, Chaos Daedalus hat mir doch noch irgendwie geholfen. Und ich dachte immer, das wäre eine Scheißkarte. Nice. Ich würde lieber die Gems nehmen, statt dieses Symbol. Aber das ist auch okay. Dann heißt es noch einmal Umi Control und dann kriegen wir direkt das andere Symbol. Das Licht-Counterpart-Symbol. Das machen wir aber jetzt schnell, oder? Das kriegen wir schnell hin. Der wird uns eh nicht besiegen können. Ja, geil. Totenkopfschiff für Game! Nice. Jo, also die Earthbound Immortal-Geschichte und den Dream Mirror, nein. Nein. Das fühle ich wirklich ganz und gar nicht. Da habe ich, musikalisch habe ich auch nicht wirklich gefühlt, weil ich habe die musikalisch Sachen nicht gesehen. Aber Dream Mirror Despia habe ich auch nicht gefühlt, weil ich die Despia-Karten nicht gesehen habe, bis auf die Fieldspell. Also irgendwie fühle ich diese ganzen Kombinationen kein Stück. Ah. Aber hey, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche dieser Kombinationen ihr am meisten gefühlt habt. Oh, vielleicht habt ihr da ja irgendeine Meinung zu. Also, ich meine, man kann kaum eine Meinung dazu haben, außer zum letzten jetzt. Earthbound Immortal Kram. Da kann man eine Meinung zu haben, aber zu dem Rest? Eieieiei. Da war ja nicht wirklich eine Möglichkeit, ne? Also, da hat man nichts von gesehen. Naja, oh Mann, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da und natürlich auch ein Däumchen. Und naja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns dann der nächsten Solo-Story einmal widmen. Und zwar höchstwahrscheinlich Ghost Trick. Ich freue mich drauf. Ghost Trick ist nämlich nice. Alleine schon, weil man hier Alucard sieht. Naja, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal.